Ja, sehr schöne, liebe Seherinnen und Seher des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Hier spricht wieder Fritz Edlinger. Ich habe mich gestern verabschiedet mit der Ankündigung, dass bereits in kürzester Zeit ein weiteres Gespräch stattfinden wird. Das ist jetzt soweit, und zwar ein Gespräch mit Professor Ulrich Brandt von der Wiener Universität Politikwissenschaft. Uli, sehr schönen guten Nachmittag. Hallo, guten Tag zusammen. Dankeschön für die Gelegenheit. Wir wollen heute über die Titelstory unseres aktuellen Heftes von International sprechen. Es ist soeben von der Druckerei geliefert worden. Es wird in den nächsten Tagen bereits bei unseren regelmäßigen Empfängerinnen und Empfänger im Postfach sein. Und die Hauptstory, auch die Story, die am Cover abgebildet ist, ist von Uli Brandt. Wir haben den Titel gewählt: Steinzeit oder sozial-ökologische Transformation. Ulrich Brandt über widerstreitende Strategien im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Das wollen wir jetzt heute etwas besprechen und auch darüber hinaus vielleicht die eine oder andere Frage klären. Vielleicht gleich zu Beginn. Die Klimakatastrophe ist ja keine neue Katastrophe. Sie verfolgt uns seit vielen Jahren und ist ein Thema, das viele Menschen bewegt. Zuletzt ist sie etwas durch eine aktuellere Krise, kurzfristig lebensbedrohende Krise, nämlich die Pandemie, etwas verdeckt worden und in den Hintergrund geraten. Aber ich bin sicher, dass bereits in Kürze, es ist ja schon auch angekündigt worden, sich die weltweite Umweltbewegung wieder melden wird. Beginnen wir einfach damit, Uli, du bist ja sehr aktiv in dieser Bewegung. Was ist in den nächsten Wochen und Monaten von der Bewegung zu erwarten? Ja, hallo zusammen. Erstmal freue ich mich über dieses Gespräch. Vielen Dank, Fritz Edlinger, für die Einladung und Glückwunsch zu diesem Schwerpunktheft, der international. Ich freue mich auf die Lektüre. Ich kenne jetzt die anderen Beiträge noch nicht, deshalb genau, wird es etwas allgemeiner sein, aber der Podcast soll ja auch motivieren, das Heft zu lesen. Erstmal, glaube ich, können wir nicht von der Bewegung oder von der Umweltbewegung sprechen, sondern es gibt natürlich verschiedene Spektren. Und ich würde sagen, Österreich ist ein sehr gutes Beispiel, dass es historisch dynamische Bewegungen gab, Hainburg, Zwentendorf, die sich ausdifferenziert hat. Ich würde auch NGOs beispielsweise, also institutionalisierte Formen von Wissensproduktion, von Protest, von Hereinbringen von Anliegen in die Öffentlichkeit, ein Stück weit zur Umweltbewegung zählen und auch wenn es da immer wieder zu Spannungen kommt, parteipolitische Aspekte, Konstellationen, natürlich vor allem die Partei der Grünen, aber auch umweltbewegt in anderen Parteien, die sich immer wieder auf die Bewegung beziehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ich würde sagen, in der breiten Öffentlichkeit, das suggeriert ja oder das impliziert deine Frage, in der breiten Öffentlichkeit ist natürlich mit der Corona-Pandemie und der entsprechenden Krise die Klimakrise eher an den Rand gedrängt worden. Allerdings ist meine Wahrnehmung, was ich an Publikationen mitbekomme, die Fachöffentlichkeiten, ne, wenn wir an gewerkschaftliche Öffentlichkeiten, an Verkehrsöffentlichkeiten, Stadtentwicklung, Ernährungsfragen und anderes denken, gab es weiterhin eine sehr intensive Diskussion um die Klimakrise. Ja, kurz vor der Corona-Pandemie ist ja der europäische Green Deal, wir kommen da gleich noch drauf, von Ursula von der Leyen sozusagen angekündigt worden, wurde dann im Jahr 2020 in einzelnen Schritten auch durchaus schon versucht umzusetzen. Und diese Diskussion gibt es immer. Also wir sollten nicht verwechseln, ich glaube, das wäre schon mal ganz wichtig, und die Internationale ist ja selber eine Fachzeitschrift, verwechseln, was sind breite Thematisierung, da denken wir ans Fernsehen, denken an die auflagenstarken Zeitungen. Und wo geht die Diskussion weiter, die ja dann hochgradig politisch relevant ist? Ne, die Grünen in der Regierung beziehen sich ja in dem Wissen, das sie brauchen für eine Verkehrswende, für eine Energiewende und anderes, beziehen sich auf diese Fachöffentlichkeiten. Aber, und das wäre jetzt mein Punkt,
Jetzt geht es wieder los, wie du selber sagst, in der breiten Öffentlichkeit. Es wird ja auch in einigen Wochen wieder eine starke Mobilisierung geben, Ende September, der Bewegung für Klimagerechtigkeit. Und ich erwarte, dass es durchaus, ich sage jetzt mal, gar nicht mit 1,5 Jahren Unterbrechung, weil das wäre genau der falsche Blick auf die Umweltbildung. Es würde nur auf die Proteste achten und eben nicht auf die Vielfältigkeit, die ich gerade versucht habe anzudeuten. Ich denke aber schon, dass klar wird, die letzten 1,5, 2 Jahre, ich würde sogar ins Jahr 2019 zurückgehen, dass die Politik weitgehend nicht liefert. Also dass die Ansprache damals von Greta Thunberg, listen to the science, also die Wissenschaft zeigt uns, wie es immer dramatischer wird und die Politik muss handeln, bisher habt ihr nicht gehandelt, ihr müsst handeln und die Erfahrung der letzten 2 Jahre ist, dass da dann gar nicht so viel geschieht. Im Einzelfall doch, wir kommen sicher gleich auf Österreich auch zu sprechen, aber insgesamt überwiegt, das kriege ich in Gesprächen mit, eher eine Enttäuschung mit dem, was jetzt an Forderungen und auch an Notwendigkeiten umgesetzt wird. Ja, bleiben wir noch kurz bei der aktuellen Krise und möglicherweise auch aus Lehren, die sich daraus ergeben. Es gibt ja durchaus im Zusammenhang auch mit der gesamtgesellschaftlichen Debatte um Covid-19, aber auch um die Umweltkatastrophe, Umweltkrise, nämlich vor allem über die Frage, wie kann man in Wirklichkeit weiter leben, weiter arbeiten, gibt es ja durchaus ähnliche, vergleichbare auch Diskussionen und Themen. Kann man daher aus der ja nicht besonders konsensual und für viele befriedigenden Debatte um Covid-19, was kommt danach, kann man aus dieser Debatte etwas lernen oder Konsequenzen ziehen, die sich dann im Hinblick auf die Umweltbewegung, auf die Klimabewegung ergeben könnten? Also erstmal finde ich einen Punkt wichtig, den du in der Anmoderation gesagt hast, dass die Corona-Krise kurzfristig und unmittelbar ist. Da musste sofort gehandelt werden, sonst hätte es mehr Tote gegeben, bei aller Umstrittenheit. Und würde ich schon sagen, es gibt Evidenzen, wenn nicht so stark gehandelt worden wäre am Anfang mit den Lockdowns oder dann eben jetzt mit den Impfungen, also einer bestimmten Technologie, um mit dem Virus umzugehen, wäre das viel dramatischer gewesen. Wir müssen nun andere Länder schauen. Ja, ich beschäftige mich ja viel mit Lateinamerika. Da sieht es eben wirklich ganz dramatisch aus. Also ich glaube, wir können lernen, wenn die Öffentlichkeit, wenn die Politik, wenn die Unternehmen, die Zivilgesellschaft kapiert, da muss ganz schnell gehandelt werden, dann kann auch was geschehen. Also entgegen aller Diskussionen, die wir hatten in der Politikwissenschaft von Steuerungsverlust des Staates, die Märkte regieren, im Globalisierungsprozess gibt es den Rückzug des Staates, der Staat ist der Nachtwächterstaat, kann nur sozusagen schauen, dass der Standort gesichert bleibt, zeigt die Krise, nein, wenn es eine Diagnose gibt, gesellschaftlich, politisch, dass wir wirklich in Trouble sind, und das war im März 2020 die Diagnose, dann kann auch gehandelt werden. Und das kann natürlich auf die Klimakrise und auf die ökologische Krise übertragen werden. Wir wissen, dass es einen riesigen Gap, eine riesige Lücke gibt zwischen eben der Verursachung der Klimakrise, die vielen einzelnen Handlungen der Menschen, ne, im ich benutze mein Auto, ich fliege in den Urlaub, ich esse billig Fleisch. Und das wird ja hochskaliert zur Klimakrise. Also die Evidenz für die Einzelnen ist gar nicht so sicher. Da müssen wir dran arbeiten, an der neuen Ethik, an politischen Rahmenbedingungen, dass eben nicht alle meinen, ich kann weiter so handeln, wie ich will. Ich kann, in meinen Worten, dazu habe ich jetzt viel gearbeitet die letzten Jahre, meine imperiale Lebensweise oder die imperiale Produktions- und Lebensweise, also das permanente Aufgreifen auf die Welt, auf die Natur fortführen. An 3 Punkten würde ich nochmal versuchen zu verdeutlichen, wo es dann mögliche Lernprozesse gibt. Ich habe das in einem Buch veröffentlicht mit dem Titel Postwachstum und Gegenhegemonie, das ich letzten Sommer, also so nach 4, 5 Monaten der Pandemie veröffentlicht habe, wo ich nochmal versuche, Alternativen zur imperialen Lebensweise, gerade im Kontext der Klimabewegung, genauer zu umreißen. Das erste habe ich schon angedeutet. Der Staat kann handeln. Wir haben Politik, wir haben weiterhin die Frage von Entscheidungen, die natürlich nicht im luftleeren Raum stattfinden, die hochgradig vermachtet sind, wo es Lobbys gibt, wo es Interessen gibt. Das ist ganz wichtig, aber der Staat macht den Unterschied und zwar mit enormen Ressourcen.
gerade im globalen Norden, gerade in Österreich, kann dann die Regierung, der Staat doch sagen, wir können bestimmte Maßnahmen ergreifen. Und das ist eben auch für Klimakrise, für ökologische Krise grundsätzlich möglich. Das ist ein wichtiger Lernprozess. Zweitens haben wir erlebt, die Debatte ist wieder weitgehend weg, aber denken wir jetzt ein Jahr zurück, Ende August, Anfang September 2020, gab es ja total viele Erfahrungen, dass Unternehmen, wo immer gesagt wird, ja, die sind technologieabhängig, pfadabhängig, dass dann doch teilweise ja sie gezwungen wurden, denken wir nochmal an Trump gegenüber General Motors, dass sie dann doch ihre Produktion umstellen können. Also dass doch beispielsweise Automobilunternehmen ein Stück weit medizinisches Gerät herstellen können. Das war krisenvermittelt, ne? Und das waren Leuchtturm in der Krise. Aber wir können lernen, dass die Debatte, die wir ja dringend brauchen, wenn es um die Automobilindustrie geht, in Europa, in Österreich, andere Industrien, dass wir diese Umbauprozesse durchaus angehen können. Ich selber habe ja argumentiert, jetzt im Frühling bei Emma in Steyr, dass die Bundesregierung viel mehr Mut hätte beweisen müssen, aus Emma in Steyr jetzt nicht nur einen neuen Investor zu suchen, nachdem Emma in ausgestiegen ist in Steyr, sondern auch zu sagen, wir begleiten einen Umbauprozess und vielleicht wird da in Steyr nicht mehr Autos gebaut, ob Verbrennungsmotor oder E-Motor, sondern vielleicht andere Verkehrsmittel. E-LKWs, die wir weiter brauchen werden, oder natürlich sind es andere Technologien, vielleicht mittelfristig auch Busse kann man auch jetzt schon produzieren, relativ einfach, aber vielleicht eben auch Schienenfahrzeuge. Da hätte es ein bisschen Mut gebraucht, aber ich glaube, dass wir lernen können in der Corona-Krise, dass wir durchaus die Produktionsseite umbauen können. Und mein letzter Aspekt, wir könnten andere haben, aber das sollte ja ein kurzer Podcast sein. Wir haben gelernt in der Krise, dass die Wertigkeit, die Zuschreibung von dem, was als wertvoll, als begehrenswert, als statusgebend gilt, durcheinander gerüttelt wurde. Natürlich sehen wir weiterhin die SUVs im Straßenverkehr, also das Auto muss für viele immer größer werden, Fliegen soll weiterhin cool sein, aber wir haben durchaus eine Aufwertung von Arbeiten, von Branchen, die uns bis zur Corona-Krise als so selbstverständlich erschienen. Ja, denken wir natürlich an den Gesundheitssektor, an den Bildungssektor, aber denken wir auch an die ganz normale, banale Lebensmittelversorgung, den öffentlichen Verkehr, den wir genießen können in den Städten oder hoffentlich auch gut am Land. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass die Politik nochmal merkt, dass gerade die sogenannte Daseinsvorsorge, und da hat ja Österreich gerade wie eine lange Tradition einer guten öffentlichen Daseinsvorsorge, die leistbar ist, die sozial gerecht auch erbracht wird, die mit guten Arbeitsbedingungen erbracht wird, dass das gestärkt wird, vorangetrieben wird. Und damit schließe ich diese Antwort, dass ein sozial-ökologischer Umbauprozess von einer Tragweite, wie wir sie uns kaum vorstellen können, also die Wirtschaft und Gesellschaft sehr grundlegend umzubauen, damit wir klimafreundlich sind, damit wir menschenfreundlich sind, dass wir auf diese Branche der Daseinsvorsorge und gerade auf die öffentlich organisierte Daseinsvorsorge viel mehr setzen müssen und das nicht einfach so selbstverständlich ist. Und die privaten, die coolen Unternehmen, die viele Profite machen, das sind angeblich, das ist die Wirtschaft und der Rest ist so Beiwerk. Nein, die Daseinsvorsorge, das ist das Zentrale eines guten Lebens. Ja, na, das war jetzt schon sehr klar. Du hast das ja auch schon jetzt angeschnitten, die Rolle des Staates. Es hat sich ja bei der Pandemie herausgestellt, dass einfach staatliche Maßnahmen dringend notwendig sind. Sehr oft waren sie widersprüchlich, zu spät und so weiter. Bei der Umweltpolitik ist es ähnlich. Auch viele Forderungen der Umweltbewegung, um auf das zurückzukommen nochmals, adressieren sich an den Staat, an die öffentlichen Hände. Nun ist doch auch schon während der Pandemie klar geworden, dass das halt dann auch eine Frage, du hast das schon auch angeschnitten, des Mutes ist oder der Entschlusskraft, des politischen Willens derer, die den Staat repräsentieren. Ich möchte später dann noch einmal auf die österreichische Debatte eingehen, weil da ist es ja ganz merkwürdig und kontroversiell geworden. Aber ist der Staat
Und der Staat ist in dem Sinne auch die Europäische Union. Das ist quasi halt der europäische Repräsentant von staatlicher Gewalt, ist von der Europäischen Union in Wirklichkeit tatsächlich in der Umweltpolitik eine Politik zu erwarten, die auch nötige Konflikte mit der Industrie, mit den Repräsentanten, sagen wir das salopp, des neoliberalen Wirtschaftssystems, einfach diese zu führen? Ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Ich würde erstmal begrifflich sagen, es ist nicht die klassische Umweltpolitik, weil als wir angefangen haben in den 70er Jahren, also wir gesellschaftlich, auf die ökologische Krise aufmerksam zu werden, ne, Club of Rome-Bericht 1972, die erste Weltumweltkonferenz in Stockholm, die Programme, unsere Luft soll sauberer werden, die Flüsse, die Seen sollen wieder sauber werden, da hat man relativ sektoralisiert von Umweltpolitik gesprochen, ne, Umweltministerien und anderes. Ich will das jetzt nicht hier als Sprachspielerei machen, sondern entscheidend scheint mir eine sozialökologische Politik, die eben nicht nur ein Sektor ist, Umweltpolitik, sondern die quer ist, man sagt heute Mainstreaming, die sozusagen auch die Finanzpolitik, auch die Wirtschaftspolitik und andere betrifft. Das scheint mir ganz wichtig, weil sonst bleiben wir sozusagen in diesem Sektor. Ich will ganz kurz mein Argument im Artikel rekonstruieren, um auf die Frage von Fritz einzugehen. Ich argumentiere, dass es verschiedene gesellschaftspolitische Projekte gibt, um mit der tiefer gehenden oder tiefer werdenden ökologischen Krise und auch mit anderen Krisendimensionen umzugehen. Das eine Projekt ist ein autoritäres Leugnungsprojekt. Trump, Bolsonaro, andere, die sagen, na, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ne? Und wir machen weiter so wie bisher, Business as usual. Ja. Das gibt es weiter und das wird es auch weiterhin geben und das ist natürlich unbedingt zu bekämpfen. Dann argumentiere ich, gibt es in der Mitte der Gesellschaft, da wo versucht wird, die ökologische Krise zu bearbeiten, ein eher autoritäres Projekt einer grünen Ökonomie. Also ein autoritäres Projekt, das weitgehend kapitalgeleitet, also mit starken Wirtschaftsinteressen versucht, die Wirtschaft grüner zu machen. Da spielen dann Gewerkschaften, NGOs, kritische Öffentlichkeit eine relativ geringe Rolle. Ich nenne das eher eine autoritäre grüne Ökonomie, einen autoritären grünen Kapitalismus. Ein drittes Projekt, und da komme ich dann jetzt schon zum European Green Deal, ist eine progressive Variante des grünen Kapitalismus. Wir sagen in der Politikwissenschaft ökologische Modernisierung, die versucht, die ökologische Problematik ernst zu nehmen und durchaus soziale ökologische Umbauprozesse voranzutreiben. Darauf gehe ich gleich jetzt noch ein, auf die Frage von Fritz Edlinger. Und das vierte Projekt wäre das Projekt einer emanzipatorischen sozialen ökologischen Transformation, die sich, auch du hast es schon angedeutet, wirklich mit Wirtschaftsinteressen, aber auch mit Logiken von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und anderem in Frage stellt und anlegt und die dominanten Kräfteverhältnisse, die dominanten Logiken in Frage stellt. Also es wäre ein, ich sag mal, emanzipatorisches Projekt, ein dezidiert linkes Projekt, das auch machtkritisch ist. Dieses dritte von mir genannte Projekt, ich sage jetzt mal ein liberaler grüner Kapitalismus, der durchaus versucht, die Gewerkschaften mitzunehmen, die Öffentlichkeit mitzunehmen. Das ist aus meiner Sicht das, was der europäische Green Deal machen möchte, was auch ein Stück weit die österreichische Politik, zumindest die grünen Anteile in der Regierung machen. Das ist sehr wichtig. Also sie reagieren sehr ernsthaft auf die ökologische Krise mit dem European Green Deal oder mit dem jetzt Wiederaufbauprogramm in Europa, wo ja 37% der Mittel von erheblichen Mitteln in Klimapolitik, allgemein ökologische Projekte gehen sollen, da ist schon viel drin. Das Problem ist, mit dieser Form eines grünen Kapitalismus, einer grünen Ökonomie, ist, dass sie mit den Logiken, mit den zentralen Logiken der Ursache der ökologischen Krise nicht bricht. Die zentrale Logik ist Wachstum, dann sagt man heute halt grünes Wachstum, ist Wettbewerbsfähigkeit um jeden Preis. Ja, die Kommissionspräsidentin erwähnt in jeder Rede, Europa soll weiterhin der wettbewerbsfähigste Raum der Welt bleiben. Aber dann werden andere niederkonkurriert. Dann wird sogenannte Rohstoffdiplomatie gemacht, was de facto ein Rohstoffimperialismus ist, um an das Lithium heranzukommen, an das Kupfer heranzukommen, das wir in Europa brauchen, um E-Autos herzustellen. Die imperiale Lebensweise wird damit nicht in Frage gestellt, sondern sie wird tendenziell vertieft. Also mein Punkt ist, dass wir dieses,
ja, liberale, vielleicht sogar progressive, dieses progressive Projekt eines grünen Umbaus, eines grünen Kapitalismus durchaus ernst nehmen sollten. Aber es muss sich radikalisieren. Da sind wir wieder bei der Eingangsfrage der Umweltbewegung, von kritischen Kräften in den Parteien, von Kräften in den Gewerkschaften, in der kritischen Öffentlichkeit, die sagen, nein, wir müssen an die Grundlagen der Machtverhältnisse, der Produktionsweise, der Lebensweise viel stärker ran. Wir brauchen ein anderes Wohlstandsmodell. Ja, wir müssen Mobilität anders bereitstellen, eben nicht vom Verbrennermotor auf den E-Motor, sondern ein Mobilitätssystem, das die Autozentrierung und die Flugzentrierung überwindet. Ne? Öffentlicher Verkehr, die Vermeidung von sogenannter erzwungener Mobilität, dass die Leute viel fahren müssen, weil sie ins Umland ziehen müssen, weil die Mieten in Wien zu teuer werden. Das Flugsystem muss reduziert werden in Europa mit gutem öffentlichen Verkehr etc. etc. Ich schließe die Antwort auf diese Frage ab mit einem Gedanken eines Theoretikers, Antonio Gramsci, italienischer Theoretiker, Mitbegründer der Kommunistischen Partei vor 100 Jahren, der argumentiert hat, der Kapitalismus wandelt sich und die Eliten sind durchaus in der Lage, auf Krisen zu reagieren. Allerdings unter ihren Bedingungen und unter dem Nicht-Riskieren ihrer Machtposition. Gramsci hat das eine sogenannte passive Revolution genannt. Also durchaus ein starker Umbau in unserem Feld jetzt, ein Umbau der Ressourcenbasis, der Energiebasis vor allem, ne, weg von den Fossilen, aber nicht mit der Infragestellung von dem, was man auch infragestellen müsste, nämlich die starken Interessen, die weiterhin die Ökonomie permanent expandieren wollen. Und wir wissen aus vielen Studien, gerade hier an der BOKU, im Institut für Soziale Ökologie in Wien, wurde eine sogenannte Beta-Studie gemacht. Eine Studie, wo sie sich die ganze Literatur um die sogenannte absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch anschauen. Und das funktioniert nicht. Wirtschaftswachstum heißt kapitalistisch getrieben und heißt mehr Ressourcenverbrauch. Da kommen wir nicht raus. Also heißt es, wir brauchen ein anderes Wohlstandsmodell, das nicht diese kapitalistische Eskalation, dieses kapitalistisch getriebene Wachstum weitertreibt. Und meine Kritik am European Green Deal und auch an der Regierungspolitik hier in Österreich wäre, dass sie das nicht reflektieren, dass sie das nicht angehen, sondern dass sie das eher vorantreiben. Ja, naja, der Antonio Gramsci wurde als Ideologe berühmt mit seiner Forderung nach der kulturellen Hegemonie. Und das wäre in Wirklichkeit auch die Strategie für eine Bewegung wie die Umweltbewegung, nämlich dafür zu sorgen, dass bestimmte fortschrittliche bis hin zu revolutionäre Ideen im Wesentlichen eine Breite bekommen in der öffentlichen Debatte, dass man darüber nicht mehr hinweggehen kann im Wesentlichen. Und das ist ja auch das ein Teil der Bedeutung der Umweltbewegung der letzten Jahre, weil die hat mit den verschiedensten Methoden ja tatsächlich eine Breite bekommen, dass sich also traditionelle, eher bürgerliche, liberale Kreise damit zumindest einmal auseinandergesetzt haben. Apropos Auseinandersetzung, ich kann natürlich als Österreicher, du arbeitest und lebst auch in Österreich, wir können natürlich nicht über die österreichische Variante der Diskussion um Umweltpolitik hinweggehen. Wir haben also jetzt eine Regierung von zwei Parteien, die, wie Sie selbst betont haben, das Beste aus ihrer jeweiligen Welt einfach in die offizielle Politik einbringen wollen. Und da haben wir ja in den letzten Wochen an mehreren Beispielen gesehen, wie merkwürdig das manchmal ist, konkret in der Umweltdiskussion, waren sicher alle umweltbewegten Menschen entsetzt von einer Stellungnahme des Bundeskanzlers, der in Wirklichkeit davor gewarnt hat, dass wenn man eben durchaus eher noch moderate Vorschläge seines Regierungspartners ernst nimmt, man sich zurück in die Steinzeit bewegen würde. Die grüne Antwort darauf war da, aber natürlich innerhalb einer Regierung sehr zurückhaltend und nett. Also was ist jetzt konkret deiner Meinung nach in Österreich von der Regierungspolitik zu erwarten? Hältst du es für
denkbar, dass es innerhalb dieser Regierung zu wesentlichen Fortschritten kommt oder, was manche schon sagen, zum Beispiel das Schicksal der ökologischen Steuerreform ist ja ein Beispiel dafür, wo man eher Zweifel haben müsste, weil die wurde dann in der Regierung auf eine Kommission vertagt und diese von dieser Kommission hat man bis zum heutigen Tag eher nicht viel gehört. Was ist also da in Österreich zu erwarten? Ja. Ich möchte noch kurz auf deinen ersten Gedanken eingehen zu Gramsci und der kulturellen Hegemonie. Ich halte das für ganz zentral. Allerdings, das ist ja auch der Bogen zum Beginn unseres Gesprächs, sollten wir das eben nicht nur der Umweltbewegung oder den Umweltbewegungen überlassen, sondern kulturelle Hegemonie entsteht eben auch über Politik, also oder auch in den Gewerkschaften. Also die sind ja ganz zentral. Jeder mittelmäßige Politiker, Politikerin hat doch mehr Medienöffentlichkeit als Greenpeace. Die müssen nur irgendwo was sagen als gewählte Mandatare oder Regierungsmitglieder. Und schon sind die Medien da und sie können ja was sagen. Also Gramsci hat ja diesen Gedanken gehabt, über auch öffentliche Äußerungen zu irritieren, Alternativen anzuzeigen. Und von daher würde ich die, ich sage jetzt mal die Last, ich sage es bewusst so zugespitzt, die Last der Veränderung nicht nur der Umweltbewegung oder den Umweltbewegungen überlassen, sondern ich würde schon fordern, dass es auch in den Parteien, Sozialdemokratie, Grüne, auch die Konservativen haben ja traditionell einen ökosozialen Flügel, dass da durchaus auch, oder die Neos jetzt Neues, dass da durchaus auch was geschehen muss. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Ich war nicht entsetzt über den Kurz, sondern ich musste schmunzeln über den Steinzeitsager. Und ich habe mich gefragt, ich bin jetzt ja nicht in den Feinheiten der Politik, hat er so bescheuerte Berater oder kommt da etwas raus? Weil ein Kurz will ja als moderner Konservativer gelten. Und als moderner Konservativer sagst du garantiert nicht Steinzeit, sondern du sagst, ja, ja, der Klimawandel ist wichtig, aber. Und dann kommt die Aber von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, die Leute wollen nicht mitmachen und so weiter und so fort. Also ich vermute oder ich kann mir vorstellen, er hat sich vielleicht eher geärgert, wenn es sozusagen von ihm selber war, wenn ihm das wirklich systematisch vorgeschlagen wurde. Also wenn es jetzt nicht der Sager war, der aus dem Moment kommt, dann hat er, glaube ich, ja nicht sehr kluge Beraterin. Allerdings fand ich das sehr hilfreich und das ist ja auch mein Argument in dem Artikel für die International, weil es die Szene klärt, weil jetzt nochmal klar wird, die Grünen werden ja dafür kritisiert, dass sie fast alles mitmachen, dass sie zu viele Kröten schlucken in der Koalition. Aber jetzt wurde nochmal klar, in dem zentralen Anliegen oder einem der zentralen Anliegen der Grünen, nämlich eine wirklich ambitionierte Umwelt-Klimapolitik zu betreiben, können sie sich nicht auf den Partner verlassen, auf den Koalitionspartner. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein zeitlicher Zufall ist, aber die Ansage von der Umweltministerin Gewessler, verschiedene Projekte wieder zu evaluieren, ja, die ja zu Konflikten in der Region geführt haben, halte ich für einen richtigen Weg. Also nicht nur zu sagen, wir versuchen im Klein-Klein, das, was ich mitbekomme von der grünen Politik im Klein-Klein, dass die machen da ganz ordentliche Sachen. Ja, Klimaticket war jetzt öffentlich, der Austausch von Ölheizungen und anderes, aber die Ministerin hat sich jetzt getraut zu sagen, da nehme ich jetzt etwas auf und versuche mal in der Öffentlichkeit was zu verschieben. Und es kam mir auch gar nicht so schlecht an. Ne? Endlich haben wir Streit. Und die Politik muss ja die Optionen aufzeigen. Sie kann ja nicht einfach Sachzwangpolitik machen, sondern sie muss ja zeigen, dass es Alternativen gibt. Von daher erwarte ich in den nächsten Wochen und erhoffe mir auch ganz ehrlich noch mehr Streit in der Regierung, dass avanciertere sozialökologische Projekte, sozialökologische Politiken gestärkt werden. Und Kurz ist mit diesem Sager Steinzeit jetzt erstmal delegitimiert. Also selbst wenn ich sozusagen mich nur am Rande für Politik interessiere, ich sag mal in der breiten Öffentlichkeit ist jetzt völlig klar, Klimapolitik interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist ja eher eine Steilvorlage für jetzt, ich sag mal, eine ambitioniertere Klimapolitik, weil wirklich gesagt wird, mit unserem Koalitionspartner, mit den Konservativen, kann man wirklich wenig reißen. Deshalb müssen wir vorangehen. Das wäre jetzt auf der Ebene, wie gesagt, ich bin nicht in den internen Debatten natürlich, aber von außen betrachtet würde ich das aus grünen Perspektive eher aufnehmen. Und Sie könnten auch in eine SPÖ, könnte jetzt auch sagen, wir sind mal mutiger in umweltklimapolitischen Fragen. Was ich mir wünschen würde, neben diesem, ich sag mal, stärkeren Konfliktbereitschaft, aber politischer Konflikt muss es nicht geben, sondern Konfliktbereitschaft, du hast es bereits angedeutet, Fritz, muss ja auch mal gegenüber den Unternehmen, ne, gegenüber der fossilen Industrie, gegenüber den engstirnigen Profitinteressen von vielen Branchen in der Agrarindustrie, in vielen anderen, und diese Konflikte auch zu führen und dann zu sagen als Regierung,
wir machen mal Leuchtturmprojekte. Das Klimaticket soll so ein Leuchtturmprojekt sein. Ich würde mir wünschen von der Regierung, also von dem grünen Partner in der Regierung, dass sie sich mehr trauen, den industriellen Umbau, den sozial-ökologischen Umbau unserer Industrie, Stichwort wieder Automobilindustrie und andere, voranzutreiben. Es wird viel vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs gesprochen, das ist auch richtig, aber wir müssen ehrlich sein und sagen, da müssen andere Branchen zurückgebaut werden. Und was geschieht mit den Arbeitsplätzen? Es kann ja nicht auf dem Rücken der Beschäftigten sein. Es ist ja keine progressive Position zu sagen, dann ist es doch uns egal, was mit den Beschäftigten passiert, sondern da muss die Politik rein. Ich will das ganz kurz erläutern an einem Beispiel. Wir haben gerade an der Uni Wien ein Forschungsprojekt abgeschlossen, in Kooperation mit der Arbeiterkammer, mit Gewerkschaften. Was ist die Rolle der Beschäftigten im Umbau der österreichischen Automobilindustrie, wenn es sozial-ökologisch ernst wird? Und die Interviews mit den Betriebsräten haben gezeigt, natürlich gibt es erstmal die Hoffnung, die Arbeitsplätze zu erhalten. Natürlich gibt es erstmal die Hoffnung, wenn es keinen Verbrennermotor gibt, Investitionen in den Elektromotor. Aber wir haben auch Aussagen, die sagen, wenn das gut begleitet wird, also wenn wir eine Arbeitsplatzgarantie haben, wenn wir umqualifiziert werden, wenn wir das sozusagen sicher machen können, dann sind wir bereit, den Umbau mitzumachen. Ne? Erinnern wir uns, der jetzige Kauf von MAN in Steyr heißt ja erstmal, dass Hunderte von Menschen entlassen werden. Das ist halt dann so. Ne? Das wird dann in Kauf genommen. Man ist froh, dass die restlichen Arbeitsplätze gerettet werden. Und hier könnte jetzt die Politik sagen, zusammen mit dem Management, zusammen mit den Beschäftigten, zusammen mit den Gewerkschaften, zusammen mit der oberösterreichischen Politik versuchen wir ein Leuchtturmprojekt zu machen, wie ich es vorhin skizziert habe. Das, da könnte, glaube ich, die Politik noch mehr sozusagen aktiver werden. Na, das klingt ja versprechend, weil du das angeschnitten hast. Diese Steinzeit-Saga von Kurz kann man ja auch etwas anders interpretieren. Weil du zuletzt auch die Gewerkschaft angesprochen hast oder auch die SPÖ. Es ist ja eine Illusion zu glauben, dass an sich die Gewerkschaften, die traditionelle Sozialdemokratie, man sieht das ja jetzt wiederum bei der Debatte um die Evaluierung der Projekte von Gewessler, da hat es massive Proteste auch aus der Sozialdemokratie gegeben. Also wenn man sich in Wien das anhört, war das ja ganz unfreundlich. Das heißt, der Kurz weiß natürlich auch, dass ein Teil der links von ihm politisch positionierten Bewegungen, Parteien durchaus auch nicht mit wehenden Fahnen zur neuen radikalen Umweltbewegung übergehen. Das heißt, hier gibt es noch massive, apropos Hegemonie, massive Überzeugungsarbeit, Kampanisierung. Man würde erhoffen und erwarten, dass das von den Grünen auch aus der Regierung kommt, aber auch aus der Zivilgesellschaft, aus den anderen Parteien. Und das soll jetzt meine abschließende Frage sein. Was ist eben, es wurde schon angekündigt, sehr bald wird es wiederum auch die aktionistischen Formen der Umweltbewegung gibt. Was ist hier was ist zu erwarten? Wird es neue Strategien, wird man auch versuchen, neue Partner zu finden, weil ohne einer weiteren öffentlichen Auseinandersetzung, die über bestimmte Konfrontationen einfach nicht hinweggehen wird, dass ohne dem wird es nicht gehen. Was ist da von der Umweltbewegung zu erwarten? Also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich jetzt nicht in den strategischen Diskussionen der Umweltbewegung oder der Klimagerechtigkeitsbewegung und anderem drin bin. Ich kriege das sozusagen am Rande mit und kann eine Einschätzung abgeben. Ich muss sagen, was mich am meisten enttäuscht hat jetzt in den letzten Wochen, ist, dass Julia Herr, die ja sozusagen auch als SPÖ-Nationalratsabgeordnete durchaus versucht, Anschluss zu finden an die sozial-ökologischen Fragen, dass die sozusagen für den Lobautunnel ist. Das hat mich enttäuscht. Da wird klar, wie groß die Aufgabe ist, das, was ja auch Fritz, du andeutest in deiner Antwort. Also wie gesagt, ich bin nicht in diesen internen Strategiedebatten. Ich habe den Eindruck, dass beispielsweise so ein Akteur wie System Change oder Climate Change, die ja sehr, sehr wichtig sind jetzt in Österreich, dass die ganz bewusst Bündnispolitik machen, dass sie zusammenkommen, dass sie versuchen, mit Gewerkschaften zu sprechen, auch mit anderen Akteuren. Und es muss dann auf der Seite die Bereitschaft geben, das auch zu tun. Also das eine ist die öffentliche Aktion. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen eine Radikalisierung erleben.
dass klar wird, jetzt brennt die Hütte und da muss auch wirklich nochmal ziviler Ungehorsam stärker gemacht werden. Das geschieht immer in den sozialen Bewegungen und das ist jetzt, glaube ich, auch angesagt nach dem Sommer. Aber ganz entscheidend wird sein, ob sich eben Akteure, Arbeiterkammer, Gewerkschaften, andere, also die sich auch selber als progressiv bezeichnen, die ja selber über ökologische Krise sprechen, dass die sich diesen Dilemmata, in denen sie sind, bewusst werden. Sie haben ja keine Lösung, sondern die Lösung müssen wir gemeinsam erarbeiten, dass sie sich aber eher als Teil der Lösung verstehen und nicht so sehr als Blockierer, die sagen, naja, Hauptsache kommt der Lobautunnel, ja und jetzt ist mal die dritte Piste am Flughafen kurz ausgesetzt, aber wenn der Laden wieder brummt, wird sie gebaut. Das ist ja auch Steinzeit und das ist vor allem die Steinzeit und da vorauszukommen. Wichtig wird sein, das ist meine Schlussbemerkung und gerade in einem für ein sozialdemokratisches, gewerkschaftsnahes Spektrum ganz zentral, es reicht ja nicht zu sagen, wir haben die Klimakrise, die Klimakatastrophe, sondern und wir müssen handeln, sondern der Umbau muss erfahrbar werden. Er muss attraktiv werden, es muss eine Lebensweise geben, die eben jenseits von SUVs, Fliegen, aber auch jenseits der notwendigen Angewiesenheit aufs Auto, was ja viele Beschäftigte sind, wenn sie am Land leben, dass es da Alternativen gibt. Ich bin nicht naiv, ich weiß, dass viele das Auto wollen und das Auto soll größer werden, aber wieder Stichwort kulturelle Hegemonie, da braucht es sozusagen Veränderungsprozesse über gute Politik, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, das Angebot ausgebaut wird, dass es sowas wie Billigfleisch aus Tierfabriken nicht geben kann, also entsprechende Gesetze gegen diese Sachen. Und jetzt mein Schlussgedanke wäre, die Umweltbewegung in ihrer Heterogenität kann dazu beitragen, natürlich mit guten Vorschlägen, mit Vergleichen. Ne? Es gibt viele Studien, in anderen Städten läuft es besser, in anderen Ländern läuft es besser, aber auch mit diesen Konflikten. Weil die Konflikte, die ja immer von Minderheiten kommen, die immer auch so ein bisschen beäugt werden von der breiten Öffentlichkeit, aber die Konflikte zeigen an, hier brennt die Hütte, hier muss wirklich was anders geschehen. Von daher halte ich es für ganz wichtig und ich glaube, wir können uns auf einen sehr politisch sehr interessanten Herbst freuen, was die verschiedenen Spektren der Umweltbewegung angeht. Gut, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort. Freuen wir uns auf nicht auf Konflikte per se, sondern freuen wir uns darauf, dass Konflikte nochmals zur kulturellen Hegemonie einfach einen konkreten Beitrag dazu leisten, dass mehr Bewusstsein geschaffen wird, weil mehr Bewusstsein ist dann die Voraussetzung für zu setzende Maßnahmen. Gut. In diesem Sinn, lieber Uli Brandt, herzlichen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe und bin sicher, dass das auch unsere Seherinnen und Seher so sehen werden. Als international haben wir ja leider nicht ausreichend Gelegenheit, oft die Umwelt und die Klimapolitik und Sache zu besprechen, weil es halt in der internationalen Politik so viele weitere Krisen gibt, dass wir immer unseren Platz und unsere Zeit entsprechend einteilen müssen. Aber ich glaube, dieses Gespräch war ausführlich. Es war auch ein wichtiges Gespräch, um einmal nicht über Afghanistan oder sonstige schreckliche Dinge zu sprechen, sondern auch darüber, dass es auch bei uns genügend Handlungsnotwendigkeiten gibt. In diesem Sinn herzlichen Dank und ich hoffe, wir haben bald wiederum die Gelegenheit zu einem weiteren Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, Bar. Tschüss. Servus.